Man kennt diese klassischen Rinnen im Boden. Und dann kann ich zu Bodenverdichtung führen. Da gibt es unterschiedliche Verhältnisse, wann das Ganze auftreten kann. Zum einen, je trockener das ist, desto weniger ist das eine Gefahr. Weil ihr kennt es selber, wenn man sagt, es ist trocken, der Boden ist betonhart. Das heißt, die Tragfähigkeit ist viel, viel stärker, als wenn es zum Beispiel regnet. Ja, das Wasser, der Regen führt dazu einfach, dass sich die Tonteilchen wie Schmierstoffe verhalten und dass sich alles ineinander fügt und reibt.